Auf geht's. Tina hat letzte Woche gesagt, ab Montag bist du bei 100%. Bist du schon bei 100% oder wie viel Prozent sind es? Ja, trainiere mit. Und klar spielt man immer noch so ein bisschen was, aber ist okay. Das verläuft sich jetzt die nächsten Tage, Wochen, aber ich bin froh, wieder auf dem Platz zu stehen. Heißt, der Torwartkampf geht jetzt wieder voll los? Ja, ist alle Geschichte wieder, selber wie in der Vorbereitung, glaube ich. Und ich bin einfach nur froh, wieder trainieren zu können und für mich fängt jetzt die Saison an. Du hattest letztes Mal im Sportstudio gesagt, der Trainer hat ja einen Grund gehabt, warum er dich zur Nummer 1 gemacht hat. Du wirst das immer noch so sehen, dass du vielleicht da einen kleinen Tick Vorsprung hast? Ich weiß nicht, es sind halt ein paar Spiele gespielt und die Liga hat angefangen, Champions League. Da hätte ich auch gerne im Tor gestanden, aber ist vielleicht eine andere Situation jetzt. Aber wie gesagt, der Trainer hat im Endeffekt wieder das letzte Wort und wir werden dann sehen, was gegen Dortmund dann ist und jetzt auch wie die nächsten Tage ablaufen. Ich denke, er wird sich das anschauen und mehr kann man dann machen. Aber dein Ziel ist schon, in Dortmund ein Tor zu schießen? Das war es ja vor der Saison schon, dass ich spiele. Und es war auch so, dass ich dann vom Trainer als Stammtorwart nominiert wurde, aber die Verletzung ist halt dazwischen gekommen. Und was jetzt auch in Dortmund ist oder in den nächsten Wochen und so, mache ich mir eigentlich nicht viel Gedanken. Ich bin froh, jetzt jeden Tag einfach wieder zu trainieren. Mhm. Gehst du jetzt anders rein ins Training, in die Spiele? Ich spiele jetzt noch nicht, aber mit so einer Verletzung im Hinterkopf oder ist das abgehakt? Mhm. Komplett. Ganz normal. Okay. Also, du musst auch wechseln, weil sonst bist du nicht frei und konzentriert. Und klar, denken wir mal dran und so, fühlt ins Knie, wie es ist und so, ob man was spürt. Aber letztendlich war es jetzt auch nicht so eine schwere Verletzung. Mhm. Von daher ist es okay. Ich frage mich jetzt gerade, ob Sie jetzt einen anderen Umgang mit diesen Hundetypen auch haben sollen, so psychologisch gesehen. Wenn der Holger die nochmal mitbringt, dann schneide ich sie auf oder so. Der ist einfach dumm gelaufen, da kann man. Klar, kann man nichts machen. Das Knie verdreht, das ist, glaube ich, eine ganz seltene Aktion irgendwie. Mir ist es passiert. Und, ich denke, wir werden fangen, anders trainieren als in Zukunft. Jetzt ist das ja nicht der erste Rückschlag, den Sie in Ihrer Laufbahn haben. Wenn man das so dann in so einer Gesamtlaufbahn sieht, ist das eher ein kleiner Rückschlag, ein großer Rückschlag? Ich hatte schon Verletzungen, ich war arbeitslos, er kennt meine Geschichte und so, aber klar ist man am Anfang irgendwie schon deprimiert, weil man sich auf so einem langen Weg wieder zurückgekämpft hat ins Tor und auch in die Bundesliga wieder. Das ist nicht selbstverständlich gewesen, dass das nochmal so läuft für mich. Dann ist man drin und dann passiert natürlich so eine dumme Verletzung, ohne Gegnereinwirkung. Und fragt man sich schon, was man verbrochen hat, aber letztendlich ist es ein kleiner Zwischenstopp jetzt gewesen auf dem Weg wieder, hoffentlich weiter nach oben. Also die Minuten oder bis der Arzt die Diagnose gestellt hat, waren jetzt nicht irgendwie anders als sonst? Ja, ich habe erst gedacht, klar, dass es schlimmer ist. Eventuell habe ich gedacht, dass das ein Kreuzband ist oder sowas, aber das war nicht der Fall. Mhm. Und als die Diagnose dann feststand und nach ein, zwei Wochen relativ schnell wieder gut ging, dann war es klar, dass es jetzt gravierend ist. Klar ist eine Verletzung immer für, wenn man 4-5 Wochen ausfällt, aber ich habe schon öfters Verletzungen gehabt und kann eigentlich ganz gut damit umgehen, weil ich auch coole Leute um mich habe und so und eigentlich auch viel mache immer, damit es schnell wieder gut wird. Und von daher ist okay. Ist es schon klar, dass du danach auf dem Tor stehst bei dem Test? Einer sind dann beide spielen, Ralf und ich, und Amateure spielen ja auch am Wochenende, aber wer wo spielt, ist nicht klar. Ich will ja, dass wir beide 90 spielen und das ist auch besser. Und freust dich schon drauf. Ja. Okay. Okay, alles klar.